Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher in der zweiten Hälfte des Monats August sprechen, die bis auf eine Ausnahme wirklich sehr, sehr gut waren. Geht es nämlich auch schon los mit einem Buch, bei dem ich mir recht sicher bin, dass es zu meinen Lieblingsbüchern 2016 gehören wird, nämlich Atonement von Ian McEwan, was es auch auf Deutsch unter dem Titel Abbitte gibt. Hier folgen wir der Talas-Familie im Sommer 1935, wobei die Handlung dann auch noch so bis Ende des Zweiten Weltkriegs fortschreitet. Wir hätten da zum einen Cecilia, die ältere Tochter, die studiert hat, was zu damaligen Zeiten nicht mehr vollkommen ungewöhnlich für Frauen ist, aber immer noch ungewöhnlich genug, dass zum Beispiel Vater und Mutter ja, das nicht ernst nehmen und ihr sagen, naja, mach du mal deine Kapriolen, aber uns ist das eigentlich egal und Frauen kriegen doch eh immer einen schlechten Abschluss und so weiter. Sie kommt nach Hause, weil auch ihr älterer Bruder Leon wiederkommen soll. Und in letzter Zeit merkt sie so eine seltsame Betretenheit, wenn sie mit ihrem Jugendfreund Robbie Turner redet. Sie hat das Gefühl, er provoziert auch irgendwie nur noch und es geht gar nicht mehr um ein harmonisches Miteinander. Und dann hätten wir noch die 13-jährige Bryony, die sehr kreativ ist und auch immer Geschichten schreibt, sich aber dann halt auch ganz gerne mal etwas zusammenspinnt. Ich persönlich fand sie ziemlich unausstehlich. Sie glaubt halt immer so, die Erwachsenenwelt schon komplett durchschaut zu haben, obwohl sie eigentlich jeden Tag noch irgendwie so eine ihrer Kindheitsmeinungen revidiert und dann glaubt sie aber halt, jetzt habe ich es durchschaut und merkt halt nicht, dass sie eigentlich doch noch irgendwie ein Kind an der Grenze zum Erwachsenenalter ist. Und sie beobachtet an diesem Abend, den wir in der ersten Hälfte dieses Buches beschrieben bekommen, etwas, was sie falsch versteht. Und woraufhin sie auch etwas tut, was das Leben aller Beteiligter komplett verändern wird. Mehr möchte ich inhaltlich gar nicht dazu sagen. Ich persönlich hatte vorher schon den Film gesehen, was dem Ganzen aber eigentlich auch keinen Abbruch tut. Vielleicht sogar im Gegenteil. Denn sonst wäre bestimmt so auf Seite 80 rum vielleicht mal in mir die Frage aufgekommen, war es das jetzt? Wir lesen hier so von diesem Alltag der schönen Reichen. Kommt da noch was? Denn dieser Alltag wird zwar großartig beschrieben, aber ich hatte mir noch ein bisschen mehr erhofft, was zum Glück auch kommt, weswegen ich euch jetzt gerade so viel verraten habe, dass es das Leben aller Beteiligten eben verändern wird. Man muss aber auf jeden Fall so ein bisschen Geduld mitbringen. Dafür wiederum kriegt man einer der besten Charakterstudien präsentiert, die ich seit langem las. Also das letzte Mal, als ich das nochmal so besonders hervorheben wollte, wie toll die Charaktere beschrieben werden, war bei Siri Hustvedt, Was ich liebte. Und ich fand es wirklich großartig, wie voll und tief die Menschen hier vorgestellt werden. Ich mochte außerdem Überlegungen zu der Frage, wie stark doch eine Kleinigkeit das komplette Leben von Menschen ändern kann. Außerdem haben wir durch Bryony so eine gewisse Metaebene, weil sie ja, wie gesagt, immer Geschichten schreibt, auch später noch, und sich dann manchmal fragt, wäre es nicht besser, hätte ich diese eine Sache so und so erzählt? Und wir als Leser dieses Buches haben die Sache eben tatsächlich so erzählt bekommen, wie sie meint, vielleicht wäre es ja doch so besser. Allgemein ist hier eine sehr schöne Sprache drin. Wir haben wunderbare Beschreibungen von Licht und Natur und Kleidern und später natürlich auch des Krieges. Auch der ist sehr eindrücklich beschrieben. Und sehr selten für mich, dass ich sowas sage, es gibt hier eine gute Sexszene, beziehungsweise eine Prä-Sex-Szene, würde ich fast sagen. Sie sind noch nicht so vollkommen dabei. Und meistens finde ich Sex-Szene in Büchern also entweder unangenehm oder denke mir, ja, macht euer Ding, aber kann ich gerade nicht nachvollziehen, wie die da gerade irgendwie erregt sind und so. Und hier fand ich es wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Und allgemein möchte ich einfach mal ein Beispiel für die schöne Sprache geben. Entschuldigt bitte mein Englisch, ich gebe mein Bestes. Und zwar befinden wir uns gerade im Krieg mit einer Person und die ersten beiden Sätze sind kursiv geschrieben, also das ist eine Erinnerung in einen Brief, den ihm jemand geschrieben hat. I will wait for you, come back. The words were not meaningless, but they didn't touch him now. It was clear enough. One person waiting for another was like an arithmetical sum and just as empty of emotion. Waiting. Simply one person doing nothing over time while another approached. Waiting was a heavy word. He felt it pressing down, heavy as a greatcoat. Everyone in the cellar was waiting, everyone on the beach. She was waiting, yes, but then what? He tried to make her voice say the words, but it was his own he heard, just below the dread of his heart. He could not even form her face. Und etwas weiter unten? But what was guilt these days? It was cheap. Everyone was guilty and no one was. No one would be redeemed by a change of evidence, for there weren't enough people, enough paper and pens, enough patience and peace to take down the statements of all the witnesses and gather in the facts.
The witnesses were guilty too. All day we've witnessed each other's crimes. You killed no one today? But how many did you leave to die? Und diese Überlegungen während des Krieges, auch vorher, das Zwischenmenschliche, wird sehr, sehr gut wiedergegeben. Noch kurz was zum Erzählerischen. Die Sache wird in der dritten Person erzählt, wobei der erste Teil des Buches immer eine wechselnde Konzentration auf verschiedene Protagonisten legt und Teil 2 und 3 haben dann jeweils eine Person im Mittelpunkt. Es gibt auch noch einen vierten Teil, beziehungsweise so eine Art Epilog. Das ist das Einzige, was ich an dem Buch kritisieren würde. Ich finde den etwas unnütz und auch zu rund gelutscht. Aber auch das ist mal wieder Meckern auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen bekommt man hier eine tolle Geschichte, die sich Zeit lässt, die Charaktere zu entwickeln. Wir haben trotzdem auch ein paar ernste, also nee, wir haben eigentlich nur ernste Themen dabei. Ein bisschen Elend und diesen ruhigen Erzählton gefiel mir sehr, sehr gut und eine Empfehlung an euch. Dem folgte dann Mischpoke von Marcia Zuckermann, wozu es eine Einzelrezension gibt. Ich fasse es für dieses Video wieder kurz. Wir folgen hier der Geschichte einer jüdischen Familie im 20. Jahrhundert und ich war überrascht davon, wie gut ich den lockeren Erzählton mochte. Es passieren ja in Abständen trotzdem auch ein paar grausame Dinge, aber allein schon durch die Berliner Schnauze und durch die Art und Weise, wie Leute hier durchs Leben gehen, sehr pragmatisch, sehr direkt, hatte das halt nie so diesen fürchterlich ernsten Ton, den man vielleicht von einer jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert erwarten würde. Und das gefiel mir überaus gut. Alle anderen Details sind dann in einem anderen Video. Als drittes kamen dann die Mars-Chroniken von Ray Bradbury dran. Der Untertitel lautet Roman in Erzählungen und ich finde die Idee dahinter auch sehr interessant, denn er hat hier verschiedene Kurzgeschichten, die er im Laufe seines Lebens irgendwo veröffentlicht hat, eben zu einem Buch zusammengefügt. Ich glaube auch ein paar Zwischenkapitel eingefügt, damit das Ganze eben ein großes Ganzes ergibt. Und ich war auch hier etwas überrascht davon, wie sehr ich es mochte. Einfach, weil ich erstens mit Kurzgeschichten bis jetzt kein großes Glück hatte, die halt konnten mich einfach nie komplett begeistern. Und tatsächlich hatte ich auch nicht erwartet, dass viele der Kurzgeschichten hier so eine negative Stimmung haben oder so traurig enden. Teilweise sind sie auch abstrus oder sie werden regelrecht Kafkaesk. Zum Beispiel landet hier einmal die zweite Mars-Mission von Menschen eben auf dem Mars und es gibt auch Mars-Bewohner. Und sie rennen halt zum ersten hin und denken sich, mein Gott, guck mal, was wir Großes vollbracht haben. Wir sind die ersten Menschen auf dem Mars und auf dem Mars interessiert es irgendwie keinen. Also der Erste, zu dem sie kommt, der sagt ihnen so, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit für euch, geht doch mal zu Herrn K. Und dann gehen sie zu Herrn K. und der sagt sich, was, der Typ hat euch jetzt zu mir geschickt, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, geht doch mal zu Herrn I. Und keiner interessiert sich für die, wollen eigentlich nur mal die Hand geschüttelt bekommen und gesagt bekommen, Mensch, das habt ihr aber gut gemacht, das ist was Großes und die werden einfach immer nur von A nach B geschickt. Manchmal merkt man dem Ganzen so ein bisschen das Alter einfach an, zum Beispiel spielen Computer oder irgendwie Sensoren, Kameras und dergleichen überhaupt keine Rolle. Also ist alles immer noch sehr mechanisch oder auch im Ausdruck einfach ein bisschen angestaubt. Also hier gibt es einen Moment, tut jemand etwas, was der andere nicht wirklich will und der andere eben antwortet mit töricht, töricht, töricht. Pater Stone biss sich in den Handrücken. Im Namen Gottes, Pater Peregrine, haltet ein. Und natürlich ist die Rolle der Frau auch entweder überhaupt nicht vorhanden oder sehr unnütz. Also unter den Pionieren gibt es selbstverständlich keine einzige Frau. Später kommen dann erstmal ein paar Huren nach, denn natürlich muss man die Männer befriedigen. Und noch später kommen dann ein paar Ehefrauen hinterher. Und was packen die für den Mars ein? Sie kauften viele unwichtige Sachen, die sie mitnehmen wollten. Zitronenbonbons, bunte Frauenzeitschriften, zerbrechliche Parfümfläschchen. Und es gibt einen anderen Moment, den ich noch kurz erzählen möchte. Da glaubt jemand irgendwann mal, der letzte Mensch dann auf dem Mars zu sein. Aber es klingelt plötzlich ein Telefon. Er schafft es allerdings nicht mehr ran und denkt sich dann aber, naja, jemand, der anruft, das muss ja hundertprozentig eine Frau sein und möchte diese Frau dann finden. Deswegen geht er das Telefonbuch von A bis Z halt durch. Zwischendrin kommt ihm aber die rettende Idee. Wenn das wirklich eine Frau ist, wo würde die sich wohl nach dem Untergang der Zivilisation aufhalten? In einem Schönheitssalon, richtig. Und damit hat er auch noch recht. Ja. Und wenn ich mit all diesen Geschichten jetzt noch nicht abgeschreckt habe, dem möchte ich es wirklich empfehlen. Es gefiel mir, dass hier immer diese leicht negative, verzweifelte Grundstimmung herrscht. Es passiert nicht viel Gutes. Die Leute sind auch selten glücklich, selbst wenn es mal kurz so aussieht, als ginge es bergauf. Und ja, das gefiel mir gut.
Dann lasse ich zwei Bücher auf Arbeit. Das erste ist das neue Buch von Torben Kuhlmann, nämlich Armstrong. Und hier finde ich es fast schon ein bisschen traurig, dass ich es mir eben nicht kaufte, weil die Zeichnungen wieder wunderschön sind. Ich glaube, das ist auch ein Buch, was ich mir vielleicht doch nochmal nachkaufen würde, quasi, weil ich wirklich gerne durchblättern möchte und diese schönen Zeichnungen genießen will. Im ersten Teil wollte eine Maus ja überhaupt erstmal fliegen lernen über den Atlantischen Ozean und in diesem Teil möchte sie nun auf den Mond fliegen, natürlich bevor die dummen Menschen das schaffen. Und es ist einfach so niedlich, wenn da diese realistisch gezeichnete, anatomisch korrekte Maus mit ihren kleinen Mäusehänden ein Stück großes Kreide in der Hand hat. Und damit ihre Berechnungen an die Tafel zeichnet oder sich halt einen winzig kleinen Raumanzug macht. Oh Gott. Und es gibt auch wieder tolle doppelseitige Illustrationen. Ich werde euch unten mal eine Art Buchtrailer dazu verlinken. Die haben sogar diesen Animationsstil gemacht, indem man aus einem flachen Bild halt so ein Element ausschneidet und das dann animiert. Es gibt, finde ich, die Schönheit des fertigen Buches nicht komplett wieder, aber es gibt schon mal einen guten Eindruck. Und allgemein sind die Zeichnungen halt atemberaubend. Ich finde sowieso, dass das eher etwas für Liebhaber als wirklich für Kinder ist. Und trotzdem würde ich mir gleichzeitig wünschen, dass Torben Kuhlmann mal so wirklich was für Erwachsene zeichnet. Also auch vielleicht vom Sprachniveau und von der Handlung her. Denn er hat das zeichnerisch so drauf. Also auch wenn mal Menschen vorkommen, so im Hintergrund oder als Nebencharaktere, dann sind die perfekt gezeichnet. Und das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Da würde ich auch viel Geld für ausgeben, wenn da mal so ein richtiges Comic vielleicht rauskäme. Auf jeden Fall wunderschön. Danach lasse ich dann noch Mezzolith. Das ist ein Comic, der während der Steinzeit spielt, was einfach eine Prämisse ist, die ich vorher noch nie in einem Comic hatte und ganz interessant fand. Auch hier möchte ich zuerst den Zeichenstil loben. Der ist sehr realistisch, aber nicht so, dass es jetzt schon direkt wie ein Foto aussieht, sondern er hat immer noch so seine eigenen Besonderheiten. Fand ich sehr, sehr hübsch. Inhaltlich folgen wir zum Großteil dem jungen Peuker und seinem Stamm eben. Allerdings nicht komplett am Stück, sondern zwischen den Kapiteln liegt immer ein bisschen Zeit. Das heißt, es sind eher so einzelne Episoden. Und das ist auch ein bisschen das, was ich dann noch kritisieren möchte. Es wirkte alles sehr abrupt. Also die ganzen Sachen entwickeln sich extrem schnell. Man hat nicht viel Tiefe jetzt, sondern es ist immer so, hier kommt eine Geschichte und dann ist er auch schon vorbei. Ich fand es ganz interessant, dass auch die Mythologie so ein bisschen eine Rolle spielt, aber es hat noch ein bisschen was gefehlt. Was eigentlich interessant ist, denn tatsächlich von den Zeichnungen und von der Geschichte her habe ich diesem Comic genauso viele Punkte gegeben wie Armstrong, von dem ich ja gerade absolut begeistert war. Ich kann es nicht genau erklären, aber bei Mezzolith hat mir einfach ein bisschen was gefehlt. Als vorletztes folgte dann Alle Toten fliegen hoch, Amerika von Joachim Meyerhoff. Das ist der erste Teil seiner sehr, sehr autobiografisch geprägten Romane. Ich las den zweiten bereits und war damals auch noch nicht komplett begeistert. Ich fand den aber okay. Und nach dem hier muss ich jetzt aber sagen, den dritten werde ich mir nicht mehr kaufen und den hier wohl auch weggeben. Dabei muss ich auch zugeben, Joachim Meyerhoff macht nichts falsch. Es kommt bei mir einfach nur leider kein großes Interesse für seine Person als junger Mensch auf. Ich glaube, wäre das die Geschichte eines Freundes, würde ich da interessiert zuhören. Aber da das halt ein mir fremder Mensch ist, hat das einfach nicht geschafft, so mein Interesse zu wecken. Es liegt bestimmt auch am Inhalt, denn hier geht es halt um einen Auslandsaufenthalt in den USA, während er so 17, 18 ist. Und was habe ich erwartet? So verhält er sich halt auch. Also er sagt, er legt sich dann so einen coolen Gang zu und er wird eben Sportler. Und dann sitzen die da so zusammen auf ihrer Mauer und campeln so ein bisschen rum und versuchen, die Mädchen zu beeindrucken. Und das ist ja schön. Realistisch höchstwahrscheinlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das damals und auch heute noch so ist, aber gibt mir nichts und ich komme immer wieder darauf zurück, interessiert mich persönlich einfach nicht. Ich hatte außerdem noch ein bisschen ein Problem mit seinem Schreibstil. Das ist mir in diesem zweiten Teil auch schon aufgefallen, aber hier war es dann noch ganz schön extrem. Es gibt einige Momente, die sind wirklich witzig, muss ich zugeben. Aber viel, viel öfter habe ich das Gefühl, es geht ihm immer nur um die Pointe und gar nicht so sehr um das Gesagte. Also es entwickelt für mich auch nie ein natürlicher Witz, sondern es geht bei jeder Episode hat man am Anfang das Gefühl, ich will euch jetzt was Witziges erzählen, deswegen formuliere ich das jetzt schon lustig und dann müsst ihr lachen, weil es ist ja eine lustige Anekdote, die ich euch gebe und das entwickelt sich nicht einfach aus dem Gesagten heraus, sondern ist auch einfach immer so ein bisschen übertrieben in seinen Formulierungen. Also hier springt immer mal jemand an die Decke oder Leute rutschen vor Lachen unter den Tisch und ist einfach nicht so meins. Der einzig sehr, sehr gute Moment für mich ist ganz am Ende in diesem Buch. Da wird es regelrecht traurig. Das hat er sehr gut geschafft. Aber im Großen und Ganzen ist es nichts für mich gewesen. Pardon.
Und als letztes diesen Monat las ich noch Nach einer wahren Geschichte von Delphine de Vigon. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Diese Lektüre war nicht geplant, aber ich las auf Arbeit mal kurz in das Buch rein. Ich wollte eigentlich nur mal so eine Seite, um den Schreibstil kennenzulernen. Dann fand ich es aber so gut, dass ich bis Seite 40 las und wir zum Glück ein Leseexemplar auf Arbeit hatten, was ich mir dann gleich ausleihen konnte. Diese anfängliche Begeisterung hält sich vielleicht nicht immer auf diesem Niveau, aber im Großen und Ganzen mochte ich dieses Buch sehr. Hier berichtet die Ich-Erzählerin in Retrospektive von den 2 Jahren in ihrem Leben, in denen sie nichts schreiben konnte, im Sinne von nicht. Also zwar keine Romane, aber zunehmend auch keine E-Mails, keine Einkaufszettel. Ihr wird regelrecht schlecht, wenn sie am Computer sitzt, wenn sie irgendwie schreiben soll. Und sie erkennt eben im Nachhinein, dass es höchstwahrscheinlich daran lag, dass die sogenannte L-Punkt in ihr Leben trat. Und das wird so gut wiedergegeben, wie halt eine Beziehung zwischen zwei Frauen scheinbar als Freundschaft beginnt, immer intensiver wird und letztlich sich ein sehr ungleiches, ungesundes Machtverhältnis entwickelt. Und es wirkt meiner Meinung nach eben auf eine ruhige Art sehr bedrohlich. Also unserer Ich-Erzählerin geht es auch einfach immer schlechter, psychisch vor allem. Ich möchte euch dazu eine Stelle vorlesen. Ja, manchmal kam mir in den Sinn, dass L von fern oder nah mit diesem Zustand zu tun haben könnte. Allem Anschein nach trug sie mich, unterstützte und schützte sie mich. Doch in Wirklichkeit raubte sie mir meine Energie. Sie fing meinen Puls ab, meine Spannung und diese Freude an der Fantasie, die mich doch früher nie im Stich gelassen hatte. Während ich mich vor ihren Augen aller Substanz entleerte, verbrachte sie ihre Zeit mit Arbeiten, kam und ging, fuhr mit der Metro, kochte. Wenn ich sie beobachtete, hatte ich manchmal den Eindruck, mir selbst zuzusehen, oder eher einem Double von mir, neu erfunden, stärker, mächtiger und aufgeladen mit positiver Energie. Von mir jedoch würde bald nur noch eine ausgetrocknete, tote Haut übrig sein, eine leere Hülle. Und dabei nutzt die Autorin auch so diesen Kunstgriff, dass eben die Ich-Erzählerin auch Delphine de Vigon heißt, eine erfolgreiche Schriftstellerin ist, vorher halt ein Buch über ihre Mutter schrieb. Das heißt, wir als Leser wissen nie wirklich, was ist denn jetzt hier wahr, was ist ausgedacht, ist das überhaupt wichtig? Und auch im Buch haben dann verschiedene Protagonisten Diskussionen über Fiktion und Wahrheit. Also zum Beispiel die Frage, ob die Leser wirklich Realität wollen, ob sie überhaupt Fiktion erkennen würden, wenn diese behauptet wahr zu sein und so weiter und so fort. Auch dazu ein Zitat der Ich-Erzählerin, in dem sie halt zum Beispiel einem Leser, der im Publikum sitzt, widerspricht und sagt: Selbst wenn es geschehen ist, selbst wenn etwas geschehen ist, was dem gleicht, selbst wenn es nachprüfbare Fakten sind, bleibt es immer noch eine Geschichte, die man sich erzählt. Wir spielen uns gegenseitig etwas vor. Und im Grunde ist vielleicht das das Entscheidende. Diese winzigen Dinge, die nicht an der Wirklichkeit kleben, sondern sie verändern. Diese Stellen an den Rädern und Ecken, wo sich das Pauspapier ablöst. Denn was man auch tut, es wellt und krümmt sich und es täuscht. Und vielleicht hat das Buch sie gerade deshalb berührt. Wir alle sind Voyeure, das stimme ich Ihnen zu. Aber was uns im Grunde interessiert, fasziniert, ist vielleicht nicht so sehr die Realität, wie die Art, in der sie von denjenigen verändert wird, die sie uns zeigen oder zu erzählen versuchen. Es ist der Filter vor dem Objektiv. Ein Realitätszertifikat macht den Roman nicht besser, das glaube jedenfalls ich. Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Thema, also sie hat jetzt nicht nur diese eine, sondern diskutiert das schön. Außerdem haben wir auch so eine gewisse Metaebene drin, indem wir nämlich in diesem Buch darüber reden, dass bzw. ob bzw. wie eben genau dieses Buch veröffentlicht wird. Das heißt, zugegeben, die Ideen dahinter sind nicht wirklich neu. Diese Überlegungen hatten wir alle schon mal. Ist das Leben des Autors wichtig für das Werk? Bla bla bla. Aber ich persönlich hatte schon lange nichts mehr in diese Richtung gelesen und ich mochte es sehr, auf welche Art und Weise sie das nun mal angeht. Und obwohl man durch diese Retrospektive von Anfang an eigentlich weiß, worauf es hinausläuft, fand ich diese subtile Entwicklung sehr, sehr spannend. Also wirklich von der ersten Begegnung bis zum Ende, das Ende ist übrigens nochmal sehr toll, hält sie halt so diese zwischenmenschliche Spannung. Also ich finde die Beschreibung hier toll und sie geht halt auch gut auf sich selber ein, sagt immer, damals empfand ich das und das und sie beschreibt es sehr intensiv und was halt daraus geworden ist, gefiel mir sehr gut. Man muss also ein bisschen Geduld bzw. eben einfach eine Vorliebe für ruhig erzählte Geschichten mitbringen und dann kann ich euch auch das empfehlen. Und das war mein August jetzt insgesamt. Es waren tolle Bücher, vor allem in der zweiten Hälfte dabei und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie immer freue ich mich über Kommentare zu den gelesenen Büchern, falls ihr es schon gelesen habt. Und ich danke euch für euer Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!